Hallo, liebe Videofreunde. Ja, wie fängt man jetzt am besten an? Also, vor einer Woche hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich dieses Video jetzt mache. Wie wir uns alle hätten vor einer Woche nicht träumen lassen, dass eine so ernste weltweite Lage innerhalb von einer Woche sein kann, wegen einem einzigen Menschen. Im Prinzip gibt es ja nichts zu sagen. Jeder von uns, wollte ich sagen, hat ja seine eigenen Gedanken dazu. Und ich glaube, es geht uns allen ähnlich, dass wir ein sehr ungutes und unwohles Gefühl haben, dass wir ganz viel mit den Gedanken bei diesen Menschen in der Ukraine sind, bei den vielen Toten, bei den vielen toten Soldaten, sei es auf ukrainischer Seite oder auch russischer Seite, da sind so viele junge, auch für mich unschuldige Soldaten dabei, die das mit Sicherheit nicht wollten. Es ist einfach gar nicht in Worte zu fassen, wie grausam das alles ist. Und ja, also wir haben uns kurzerhand entschlossen, wir werden, also ich glaube, ich würde mal jetzt so behaupten, in der jetzigen Situation, wie es jetzt ist, also auf jeden Fall nicht die Reise nach Schweden und hoch in den Norden halt eben antreten, um unsere geliebten Polarlichter endlich sehen zu können. Es fühlt sich einfach im Moment überhaupt nicht gut an, Urlaub zu machen, sei es von ethischer, moralischer Sicht aus. Also ich hätte, glaube ich, im Moment nicht wirklich Spaß, in den Urlaub zu fahren. Aber sei es auch aus der Sicherheitslage heraus, also jetzt sich mehrere Wochen hier wegzubewegen, ist irgendwie, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ja, ich habe jetzt am Wochenende auch da gesessen und ich war eigentlich auch wie gelähmt. Ich brauchte ein paar Tage, um das zu verarbeiten, was da gerade passiert. Und dann habe ich aber, also gab es eine Szene im Fernsehen, die mich dann ein bisschen wachgerüttelt hat. Und das waren die verlassenen Tiere dort in der Ukraine. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt irgendwie nicht stillsitzen und nichts tun. Ich halte das nicht aus, weil das macht mich krank, das macht mich wahnsinnig, dieses Nichtstun, diese Ohnmacht, die man in sich hat. Und ich habe mich dann entschieden, etwas zu tun. Und habe mich dann entschieden, halt auch für die Tiere in der Ukraine etwas zu tun. Wir haben natürlich auch für Wohltätigkeitszwecke schon gespendet, also nicht nur für Tiere, sondern eben auch natürlich für die Menschen. Aber man muss sich dann auf eine Sache halt ein bisschen auch konzentrieren. Und ja, habe dann ein PayPal-Konto eröffnet, ein Spendenkonto. Habe das auch hier schon in YouTube in der Community ausgestellt, also den Link geschickt. Und ich bin ganz überwältigt, weil ich habe also doch eine recht große Resonanz bekommen, also für mich persönlich eine große Resonanz. Und auch also teilweise Summen überwiesen bekommen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist irre, das ist toll. Jede einzelne Spende, völlig egal wie groß sie ist, ist toll. Freue ich mich. Ich freue mich über jeden Cent. Und ja, werde auch unter diesem Video nochmal mein PayPal-Konto, mein Spendenkonto verlinken. Wenn jemand möchte, etwas geben möchte, dann freue ich mich gerne. Ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich immer dokumentiere, was mit diesen Spendengeldern auch passiert. Da könnt ihr gerne eintreten, wenn ihr möchtet. Dafür schreibt ihr mich einfach am besten per E-Mail an. Ja, die Situation ist jetzt folgende. Also ich habe mich mit einer polnischen Hilfsorganisation zusammengetan, bin mit denen in Kontakt. Dort gibt es Leute, die recht gut Deutsch sprechen und ich bin mit einer Frau dort in intensivem Austausch. Und das ist eigentlich auch eine Tierschutzorganisation, aber derzeit werden alle Organisationen, ob das Tierschutz oder sonst sowas ist, für alles genutzt. Also sowohl für menschliche Bedürfnisse als auch natürlich für die Tiere. Und mit der stehe ich in Verbindung. Ich wohne nahe an der polnischen Grenze
Und wir haben uns jetzt so entschieden, dass jetzt der erste Transporter am Wochenende hierher in die Nähe, wo ich wohne, zu der Grenze kommt, ich mich mit denen dort treffe und dort meine Sachen, die ich bis dahin zusammengesammelt habe, übergebe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich vielleicht innerhalb von einer Woche schon etwas zusammenkriegen kann, aber es ist Tatsache so, dass es sich wirklich lohnt und ich auch schon also Sachspenden sammeln konnte. Aber davon möchte ich halt eben so in einem Format, im größeren Format halt eben absehen, weil ich gar nicht die Möglichkeiten habe, das alles zu lagern und dann auszusortieren. Und da ist es dann doch besser, wenn man vielleicht vor Ort, in jeder Stadt gibt es ja dann auch das Deutsche Rote Kreuz, seine Sachen hinbringt. Aber die Leute hier in der Umgebung, meine Freunde und so weiter, oder die hier in der Nähe wohnen, die können mir gerne ihre Sachen bringen. Und ich leite das dann gerne oder gebe das dann gerne weiter. Nur wenn ich das halt deutschlandweit mache oder so, dann ist das wahrscheinlich, dann sprengt das dann irgendwann hier den Rahmen. Ja, und es ist so, also ich sammle hauptsächlich Spenden für die hinterlassenen Tiere in der Ukraine, aber auch für die Tiere, die mitgekommen sind über die Grenze, die jetzt kein Futter haben, wo man nicht weiß, wo das Futter herkommt. Für Tierheime in Polen, die ganze ukrainische Tierheime aufnehmen, also evakuieren. Es ist tatsächlich so, dass dort Menschen in das Kriegsgebiet eigentlich, wenn man sagen will, also ist natürlich vorher wird das abgecheckt, das ist nahe der ukrainischen, polnischen Grenze, aber Tatsache da reinfahren in das Land und die Tierheime dort evakuieren. Und die kommen jetzt erstmal alle irgendwie nach Polen. Also es ist ein unheimliche Solidarität auch vom polnischen Volk, die ganz viele Pflegestellen anbieten für die Tiere. Weil diese Tiere können nicht sofort nach Deutschland oder hier Österreich etc. gebracht werden, weil es da gewisse Auflagen gibt. Die müssen Tollwut untersucht sein, Tollwut geimpft sein, die müssen gechippt sein. Ob man das mit dem Chippen dann vielleicht hier auch nachholen kann, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall müssen die wichtigsten Impfungen gemacht sein, damit nicht hier irgendwelche Krankheiten eingeschleppt werden, von denen wir ja befreit sind. Und von daher müssen die erstmal nach Polen, müssen dort erstmal untersucht werden und also die wichtigsten Impfungen müssen gemacht werden. Ja, und dann würden sie dann, wenn alles erledigt ist und sie also ausreisebereit sind, dann dürfen sie zu uns in Pflegestellen nach Deutschland oder Österreich etc. Ich habe jetzt auch schon Pflegestellen gefunden, die Tiere aufnehmen würden, ne? Bis nach Österreich, also irre. Ganz toll, die sich bei mir gemeldet haben. Gibt es schon feste Pflegestellen, wo Tiere aufgenommen werden können. Und ja, bin jetzt, nachher habe ich einen Termin mit dem Fressnapf. Dort werde ich hinfahren und werde vorsprechen, ob ich dann auch Rabatte bekommen kann. Und werde dann am Donnerstag dort einen Großeinkauf starten mit dem Geld, was ich bis dahin schon habe. Und das lohnt sich schon. Und werde das am Wochenende alles an die Grenze fahren. Dort wird es von einem Transporter der Organisation abgeholt und wird umgehend dann am Wochenende an die ukrainische Grenze gebracht. Ich mache das alles von mir aus. Ich dokumentiere das auch. Ich werde Fotos machen. Wenn ich filmen kann, filme ich auch ein bisschen, damit man sieht, dass die Gelder auch wirklich ankommen und nicht irgendwie ein Missverständnis entsteht, dass ich mich vielleicht noch an irgendetwas bereichern könnte. Da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Also da könnt ihr ganz sicher sein, dass jeder Cent, den ihr spendet, inklusive meinen Spenden, natürlich dort auch hundertprozentig ankommt. Und das war mir wichtig. Ich wollte nicht irgendwo einfach Geld abgeben, sondern ich wollte persönlich etwas tun. Ich wollte irgendwie das Gefühl haben, dass ich etwas tun kann in dieser Zeit, damit man nicht so hilflos ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, in diesem Bereich halt jetzt tätig zu sein. Und ich denke auch, dass wenn wir natürlich nicht nach Schweden fahren, wonach es ja nun wirklich aussieht, dass wir dann auch in der Zeit, wo Michael zu Hause sein wird, nicht so lange natürlich, wie wir jetzt in Urlaub gefahren werden, aber wir werden dann vielleicht auch nochmal selber dort vor Ort hinfahren, schauen, ob wir dort was tun können, vielleicht auch sogar irgendwie jemanden mitnehmen können oder auch schon Tiere hierher bringen können. Das muss man dann alles sehen, wie weit das dann ist in dieser Zeit. Auf jeden Fall würden wir gern auch bei dem Tiertransport helfen. Und ja, also jetzt ist das erledigt hier, jetzt habe ich genug erzählt. Und
Ja, also wenn ihr etwas geben möchtet, dann könnt ihr gerne das auf mein Spendenkonto tun. Und ich würde mich ganz dolle freuen. Ich wünsche euch eine Zeit, die ihr das auch seelisch und moralisch alle gut übersteht. Ich wünsche, dass es nicht zum Äußersten kommt, dass wir diesen Menschen irgendwie dort stoppen können, in welcher Form auch immer. Und dass das Ganze irgendwie heil ausgeht. Genug Verluste gibt es schon, die sind schlimm genug. Und ich kann nur eins sagen, also die Geschichte möchte ich noch ganz gerne schnell erzählen. Also mein Bruder hat auch also Bekannte dort in der Ukraine, und da ist auch eine Frau, er hat mit ihr telefoniert gestern. Im Hintergrund laufen die Sirenen, und das zweijährige Kind sagt, als die Sirenen aufhören, hat sie ihre Mami getröstet, weil die gezittert hat, und hat gesagt: Mami, ist alles wieder gut. Das sind Momente, wo, wie so viele Momente, die man gerade sieht, da müssen wir nicht drüber reden, das ist schlimm. Ich staune dieses ukrainische Volk, wie die zusammenhalten. Es ist Wahnsinn. Es ist ein Vorbild für alle Menschen, finde ich. Und jetzt höre ich auf. Und wenn ihr was geben möchtet, freue ich mich. Und ich hoffe, wir sehen uns zu etwas besseren Umständen wieder.